Ey, Freunde, es tut mir sehr leid. Wir haben vergessen zu Sour zu Sour für, also wir haben vergessen zu filmen für Sour. Es tut mir leid, dass ich vergessen habe, dass wir das vergessen haben. Darum zeige ich euch jetzt ein bisschen Namen und so. Ja, was machst du? Ich hab's extra so aufgebaut, weil die lieben das so höhlenmäßig. Oi. Was geht ab, Freunde? Es ist Tag Nummer 21. Wenn ihr jetzt in den Vlogs so ein komisches Jammern oder so hört im Hintergrund, dann das ist kein Baby oder so, das ist Nami und das ist Zoro. Freunde, ich verrate euch jetzt einen Trick, wie ihr kostenlos Sachen für eure Katzen und Welpen bekommen könnt. Moment. Was? Bin da auch angemeldet, habe auch gemacht. Aber warum habe ich das nicht bekommen? Weil du was falsch gemacht hast. Ihr müsst bei Fressnapf euren Welpen oder euer Kätzchen anmelden, okay? Das habe ich jetzt gemacht. Das sieht dann so aus. Guck mal, schön, ich habe ein Bild von Nami und so ein süßes Bild von Zoro noch mit eingefügt. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr schon ein paar Minuten später, also bei mir war es so, bekommt ihr so eine Mail. Ihr Willkommensgeschenk kann abgeholt werden. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fahre jetzt zu Fressnapf und hol's ab und dann gucken wir. Zoro, ich bin gespannt, was für dich rauskommt. Nami, für dich bin ich noch mehr gespannt. Freunde, wir wollen gerade losfahren mit Yusuf. Guck mal, was Burak gemacht hat. Digga, du bist eben gekommen mit dem Auto. Guck mal, wie das Auto aussieht. Wir haben jetzt ein Auto geklaut. Wir fahren jetzt mit dem Auto. Das ist unser Ersatzauto, Freunde. Das benutzen wir aber immer nur, wenn der Corsa kaputt ist. Stopp mal, Digga, nicht, dass wir fix denken, ich war das. Das war davor schon unten. Aber die dürfen nicht so alt sein, gell? Stimmt, das müssen Welpen sein. Die dürfen nur bis 12 Monate alt sein. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Digga, du kannst dich reinschreiben, was du willst. Keiner kontrolliert das. Ja. Also, man könnte. Ich sag das jetzt nur so, dass es funktionieren würde, aber macht es nicht. Und du hast gerade Nami und Zoro zu einem Hund gemacht. Wir sind hier bei Hundespielzeug. Ich hab so Bock auf diese Brezel, gell? Boah, Tacos. So, schmeckt es? Probier. Oh mein Gott. Wenn du nicht fassen willst, hättest du gegessen. Ne, zweimal Karton. Was ist Tasche? Ich hab auch nicht gesagt, es ist Tasche. Dann, wenn, zweimal Leckerli oder zweimal Futter oder ein Futter, ein Leckerli oder. Und für die andere Katze auch nochmal. Ach so. Ja, ja. Okay, dann machen wir so. Hey, wie cool. Nee, ey, das wäre richtig cool. Hallo, Freunde. Hallo, Nami. Wir haben ungefähr 28 Euro gespart. Also voll korrekt, gell, von dem. Von Anne. Anne. Von Anne. Anne, Frau Fressner. Die haben so Futter mitgegeben. Karton, die hier. Einfach so Karton. Ach, was macht die? Das ist falsch, Nami. Ich glaube, den interessiert nur diese Karton, gell? Guck mal, was ich hier noch für dich habe. Genau das Nami, gleiche. Ich habe noch mehr für dich. Ich habe noch mehr für dich. Ich habe übertrieben viel für dich. Ich habe nur an dich gedacht. Zoro, für dich habe ich auch gedacht. Ich zeig gleich, was für dich ist, Zoro. Das kommt da, glaube ich, so rein. Für Geruch. Dein Baldrian, dein Baldrian. Soll ich auch machen eins? Leckerli Futter. Habt ihr die geholt oder habt ihr die jetzt auch alle geschenkt bekommen? Alles geschenkt bekommen. 4 Gutscheine. Für was? Für Essen. Wie essen? Wo gehen wir essen? Wo gehen wir essen? Denkst du, es schmeckt? Das Leckerli, gell? Mhm. Sieht aus wie Spaghetti. Ah. Das ist zum Kratzen. Anadun, Zoro. Ja. Digga, mein Finger riecht nach Thunfisch. Weil ich es so gemacht habe, dachte ich Thunfisch. Guck mal, Zoro, wie vorsichtig der riecht. Oh, ich nenne mich doch ein bisschen. Bei dem. Nami ist am Essen. Nami. Oi. Hallo Freunde, heute gibt es Schnitzel. Okay, nein. Anne. Schnitzel, Kartoffel, Zwiebel, Gemüse. Oh, mit dieser Soße. Mach eine Soße. Für Kappe. Ja, okay. Praise God, bro. Thank you.
Paniernetzschnitzel. Was ist das? Paniermehl. Okay. Okay. Ja. Also, du zeigst mir gerade, wie das geht. Ich weiß es. Hier ist die nächste Minute auch schon so, nix. Ich weiß es. Der ist da. Den esse ich am Ende. Mach deinen Namen drauf. Okay, Freunde, wir sind fertig mit Schnitzel panieren. Jetzt kommen die. Boah, woher kommt ihr, ey? Das geht nicht. Ah, warte mal. Ha, halt zur Seite. Wenn es zu anstrengend ist, kann ich dein Kartoffelschälen müssen. Ne, Kartoffelschälen ist mein Hobby. Oynama sıkıdım sıkıdım. Sing weiter. Keine Ahnung. So, sing weiter. Ich weiß nicht weiter. Oynama sıkıdım sıkıdım. Ah! Nein, nichts passiert. So, also du isst kein Zwiebel, ich kann es scharf machen, gell? Hä? Auch wenn ich Zwiebel gegessen hätte, machst du scharf. Aber nein, mach so viel scharf, dass Emrah mit Burak aber das nicht essen können. Wenn wir das hier, dann mach wie du willst. Der Yusuf ist nicht klar gekommen ohne mich, deswegen muss ich das jetzt alles machen. Tu doch ein paar Testeres heute. Der sagt, jetzt muss ich kommen und so, aber der macht gar nichts. Hä? Hey, du schneidest voll falsch. Emrah kann das nicht. Was du schneidest perfekt. Ding, 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 ding. Yusuf, schieb mal rüber und mach mehr rein. Sag, wenn ich umdrehen muss. Wann soll ich umdrehen? Dreh jetzt um. Aber ja, wasch. Ja, das ist gestatten wir dann. So, Freunde. Ja. Und dann mach noch eins rein, Yusuf. Feier, feier, feier. So. Aber ich kenn mich doch nicht aus, aber ne? Ja, aber Atma, Tamadma, sag und Atma. Atmadma, ne? Atmas, Atmaim, Atmarum, Atamarum. Hey, was heißt das? Atma. Atmam, Atmam heißt das. Atmam. Warte. Kein nicht verschwenden, immer gut machen. Wie lange soll ich jetzt aufnehmen? Mach noch ein bisschen, warte. Anders soll ich drehen? Ich mein's ernst. Chefkoch. Kann nichts sein, gell? Ja. Chefkoch oder dann bin dann. Okay. Wir machen das jetzt fertig. Wir alle. Bis gleich. Yusuf macht gerade die Schnitzel und das sieht so lecker aus. Du bist ein Macher, Yusuf. Immer neue. Ey, ich feier dich. Du bist mein Bro. Weißt du warum? Du bist ein guter Koch. Der andere ist nicht mein Bro. Weißt du warum? Der ist kein guter Koch. Der kann Jumurta machen. Solange das Essen kocht, erzähle ich euch mal was, okay? Anne, hör zu. Ja, hörst du zu aber auch? Weißt du, was ich letztens gesehen habe und was... Wenn was nicht stimmt, ich korrigiere dich dann. Ja, was ich letztens gesehen habe... Und das hat mir gar nicht gefallen. Bei uns? Auf TikTok, nein. Bei irgendjemand anderem. Ein Mädchen fängt zu Ramazan, okay, hat sie angefangen, Kopftuch zu tragen. Aber vorher hat sie kein Kopftuch getragen. Und dafür wird sie gehatet. Die sagen, hä, nur in diesem Monat ziehst du Kopftuch an und danach nicht mehr. Oder andere Leute fangen an, in diesem Monat zu beten. Die kommen ihrer Religion näher, okay? Die werden auch gehatet. Weißt du, was die Leute zu denen sagen? Verstehe ich nicht. Die sagen, hä, 11 Monate lang bist du so und dann einen Monat bist du so. Was bist du für ein Teilzeit-Moslem oder so? Ja. So, in diesem Sinne sagen die das. Aber das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Das sagen alle. Das kommt jedes Jahr. Das passiert jedes Jahr. Genau. Die haben Angst, weil diese Leute, die 11 Monate so sind und dann in diesem einen Monat sich richtig befassen mit ihrer Religion, die werden nach diesem Monat vielleicht bessere Moslems als die. Und die sind ja auch 11 Monate immer Muslim oder 12 Monate. Ja, so ein Bila, ihr habt es nicht gesehen, ja, Bila, ihr habt schon. Ist die Liege, die habt es. Wir haben auch früher nur am Wochenende Kopftuch getragen, war ich nur 2 Tage in der Woche Muslim oder was? Ich weiß nicht, was mit den Menschen ist. Warum die so sind? Warum freut man sich nicht einfach dafür?
Morgen, also den Samstag, gehen wir draußen essen. Und Sonntag gehen wir auch draußen essen. Auf jeden Fall, dann nehmen wir euch mit. Ja. Also Freunde, hier haben wir hier ein, wir haben hier ein Gericht, Kartoffeln mit Zwiebeln, Gemüse und Schnitzel. Zeug. Ja. Also mein Highlight sind die gebratenen, wie heißt das? Die Zwiebeln? Zwiebeln. Ah, nein, wie heißt es? Nein. Gebratene Zwiebeln, oder? Zwiebeln, ja. Aber was? Wie was? Wie nennt man das? Zwiebel. So. Aber gebraten. Das ist mein Highlight auf jeden Fall. Dann ess nur das, nein, ess das Rest nicht, ich erlaub dir nicht. Ja, das macht gar keinen Sinn. Okay. Mach. Feier. Ui, ey. Macht das so von oben so schön. Das sieht sehr, sehr, sehr lecker aus. Boah, Anne, ich glaube, die Schnitzel ist, glaube ich, nicht so krass geworden. Weißt du warum? Ich bin schnell durchgekommen. Darum. Anne, du sind nur zwei Dinner so, Leute. Guck mal, ich steine, wir sind mal drin. Ich gebe dem Essen jetzt schon eine 10 von 10. Ich auch. 11 von 10. Ich gebe immer einmal mehr als die anderen. Nein, zu spät, ich habe schon gesagt. Na. Bin ich für dich eher so wie Baba oder eher wie ein Freund? Beides irgendwie. Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte? Aber nein, 60% eher Freund. 40, 30. Ja, den Baba gibt mir sogar die 10. Nein, der fragt mich, aber nein, ich gucke mal. Aber 40, 30 macht keinen Sinn. Was ist 40, 30? Ich überlege gerade, was der so macht. Also 70, 30. 70% wie Freund. Ja. Okay, und du? Digga, ich seh dich wie. Ich kann es nicht mehr wie dieser. Freund oder Baba? Also, wie willst du es beantworten? Freund. Gar nicht wie Baba. Überhaupt nicht. Okay, und du? Wie? Siehst du mich wie Baba oder wie ein Freund? Wie ein Sohn oder wie ein Freund? Also, Hälfte, Hälfte. Weißt du, warum der dich nicht wie Baba sieht? Weil der schon erwachsen ist. Der kann alles alleine und so. Ich auch, aber. Nee, aber. Junge. Sag mal vor 5 Jahren. Vor der kann nicht mal Geld überweisen. Bruder, da hat den Emre Abi gedürt. Seht ihr alle? Also, wie seht ihr mich eher? Eher so als Meister oder so als Jung. Sensei, King von der ganzen Familie? Warum Meister? Er ist nicht Schüler, ja. Oh. Ben mit Baba. Hä? Hä? Ich oder Baba? Hä? Beide. Ist so. Beide gleich. Oh, Mann, die Deutsche sehen wir, wie du sind. Beide gleich. Wenn die getrennt leben würden. Wo nee. Wir leben, bei Mama oder bei Ande? Allah Gottes. Allah Gottes. Ja, ich stell mal nicht gerne so Fragen. Mit Anne. Wieso? Anne? Mit Baba nicht aushalten. Ich will auch nicht aushalten mit Baba. Nein. Warum? Ja, weil die beide schnarchen. Öderwöhle, ich will. Weil beide schnarchen. Ich würde mit dir, glaube ich, leben. Aber mit Baba wäre schon gut. Nein. Und ich glaube, Baba würde auch eher sagen, geht alles zu lange. Nein. Außer Yusuf. Der würde sagen, zu uns, zu mir, Bruder, würde sagen, geht weg. Nein, nein, der Mess. Kennt ihr ihn, wenn ich mal weg bin? Ja. Der hängt die ganze Zeit dann so, weißt du, der fragt dann immer, was macht ihr, was hab ich schon gegessen, der denkt, wir würden verhungern oder so. Yeah. Hallo Freunde, wir haben 1 Uhr oder so, Baba hat mir gesagt, Yusuf, wollen wir was, soll ich dir was machen? Ich hab gesagt, okay, ich hab Hunger. Sucuk und Yumurta. Baba, du weißt, das ist Fehler. Warum? Man kriegt Durst. Dann trinkst du viel. Hier.
Boah, ich bin so voll, gell? Ihr wisst nicht. Hi. Freunde, ich bin heute. Mit wem bin ich? Mama! Anne! Mama! Anne, lad. Anne. Anne. Warum nicht Mama? Oh, Anne. Anne. Okay, was machen wir, Anne? Anne, einkaufen. Halt. Einkaufen. Es ist Barilla-Marke, okay. Kilo 3,33. Oh, die sind ja noch einmal gerne schon. Ey, dieser Moment, Freunde, wenn meine Mutter irgendjemanden trifft, irgendeine Freundin und stundenlang mit der redet. Deswegen hasse ich es, mit dir einkaufen zu gehen. Das ist noch eine Stunde, zwei Minuten. Albany, Albany. Ali Molum, Albany. Alma, Alma. Oder Shea. Schokokeks mit Marshmallow. Die sind gut, die schmecken wirklich gut. Die schmecken gut, aber ich würde sie nicht essen. Was ist der Unterschied? Habo Halle. Sie will Baklava machen heute. Anne, du musst dann filmen, wie du das machst. Ihr seid doch zu Hause. Freunde, ich nehme jetzt auch einfach irgendwelche Sachen und mach die rein. Und noch einmal. Ne? Nichts? Elim, du musst den Film haben. Nein, jetzt geht nicht mehr. Weißt du, was es ist? Oğlum, bunu ben almadım. Ben okuyorum o yüzden. Ja, Steak was. Ja, tamam. Nein, ich hab's nicht gut. Nein, auch nicht. Hey, Anne, wo kommt das alles? Ne? Hadi gidelim, ne yapıyorsun? Wohin? Dedim ja, bakkala. Ha, bakkala. Tamam. Ne böyle senle, ne de sensiz. Freunde, wir sind jetzt hier noch im türkischen Laden, türkischen Supermarkt und kaufen hier ein bisschen Fleisch ein und Salam und Biber und Patlıcan und Brate. Das ist von irgendeinem YouTuber und kennst du Capital Bra? Capital Bra? Den YouTuber immer hört. Nein, Karim Benzema. Ein Pitch geht. Bist du endlich fertig? Tamam, okay, wir sind jetzt fertig, wir gehen an die Kasse und dann zahlen wir und dann... machen wir Baklava. Was geçtim, Baklava yapmıyorum. Şimdi bunu gördüm, canım bunu istedi. Kadayıf. Tamam, kadayıf yapacak hem de. Schauspieler, hem Sänger, hem Schauspieler. Gencebay. Denkst du, die werden mich haten in den Kommentaren, weil ich den nicht kenne? Dert olmaz, dermana. Dünyayı değişmemez ama... Bak oğlum nerede? Anne cennet sen. Ayakların altında, ayakların altında. Bir gülüşün bile yeterdi bana. Kalbin buz gibi benden uzak. Ay. Hallo Freunde. Ey Freunde, ich war gerade duschen. Meine Mutter hat gesagt, was willst du machen? Und jetzt, wir zeigen euch, wie das geht oder was das ist oder was das ist. Und den Sirup habe ich schon, macht schon. Ist schon fertig, das muss jetzt kühlen. Kann man überall beim türkischen Geschäften, bekommt man das. Ja, das ist doch diese Haare, die man isst. Was geht, was geht? Und dann gehen sie bei dem, wie ich auch mal gelernt habe, ich auch. Zögele, bitte alle. Ayşe. Nee? Und Hela? Ey alev yanaklım, volkan dudaklım ve bir yalanım var, ne gizli ne de saklı. Her şeye erip de vas git, vas git. Anne, was ist das für ein Sirup? Das war jetzt Butter. Achso, nur Butter. Bir çay bardağı habe ich noch Öl gemacht. Also Öl und Butter und ja, dann 125 richtig... Gramm Butter. Alles muss mit Butter und Öl sein. Ja, Freunde, ich habe gerade nicht gefilmt, wie das reingekommt. Cevis? Okay, wie geht das? Mach. Wie geht das, ne? Ich hab doch gezeigt. Okay, Freunde, jetzt kommt Jevis rein. Walnüsse. Achso, Walnüsse, okay. Und jetzt neue von dir. Wo ist deine Hose? Das ist Walnüsse. Wow, Yusuf? Ihr habt ja gerade gesagt. Yusuf und ich gehen heute sowieso draußen essen. Das heißt, wir sehen davon gar nichts.
so, Burak auch. Warum sagst du nicht, Burak? Freunde, wir sind fertig, wir sind fertig. Bis es so schön goldbraun ist. So, Mitte, ja, mittlere Stufe auf 180. Oi. Na, guck mal, das ist für vorne, das ist für Arka. Okay. Ah, so, sag doch. Keine Kopf, oder was? Keine Kopf. Warum bist du so nervös? Okay, Freunde, wir haben gerade 18 Uhr. In so einer Stunde fahren wir los. Wir gehen ja draußen essen. Wir haben uns überlegt, nach dem Essen vielleicht so Bowling spielen zu gehen. Dann nehmen wir euch natürlich auch mit. Wir haben 19.40 Uhr und wir haben gleich Iftar. Und wir gehen heute draußen essen mit so ein paar Leuten, die ich nicht kenne. Wir sind jetzt beim Dönerladen angekommen. Ich habe mir was Neues ausgesucht. Ich habe mir einen Dönerauflauf geholt. Was hast du genommen? Was hast du bestellt? Ich habe noch gar nichts bestellt. Achso, aber du? Was willst du? Was du willst. Ich glaube, ich nehme einen Dönerauflauf. Ich hole entweder Mexiko-Auflauf oder Calzone. Achso, das ist Kamera. Hallo. Ja, warum machst du sonst? Keine Ahnung, Digga. Ich esse Standard heute. Standard. Döner-Teller. Standard. Ich habe eine Frage. Kann irgendjemand von euch über Bowling spielen? Nein, keiner? Wie Sport? Nein, ohne wie. Digga, dann kann ich ja gar nicht mit euch wetten. Dann werde ich ja safe erster. Guck dir die Calzone an, Yusuf. Guck dir die Calzone an. Wow. Oh mein Gott. Beiß einmal rein. Ja, sehr schön. Und hier ist Elfi, die hat mir nachgemacht, die ist eine Calzone auch. Ja, beiß doch rein. Okay, hier haben wir einen Döner-Teller, noch eine Calzone, Döner-Pizza und Döner-Pide. Oh. Dings, 10 von 10. Mein Essen, 10 von 10. Ich habe es zwar nicht gegessen, aber 7 von 10. Ich würde der Calzone eine 8 von 10 geben. Test, test. Ich hatte Dönerpizza. 6,5. 8. Ich gebe meinem Dönerteller eine gute 9 von 10. Begründung, war lecker. Was hat gefehlt für die 10? Das gewisse Etwas. Das Fleisch war zart, aber nicht hart. Weißt du? So. 7 von 10. 7 von 10. Ich fand zu viel Soße. Okay, ich gebe 7,3. Das hat gut geschmeckt, aber zu viel Soße war bei mir. Und das war. Ich habe noch nie Calzone gegessen, deswegen schwer zu vergleichen. Ich hätte lieber Pizza gegessen statt Calzone. Also, jetzt habe ich herausgefunden, ich bin eher Pizzatyp und kein Calzone-Typ. Also, ich gebe eine 8,5, weil es gibt kein besseres Essen als anderes Essen. Aber ich mein's ernst, es war wirklich schon lecker. Willkommen zu der Kommentare-Kommentier-Folge heute mit... Yussi. Also Freunde, wir lesen jetzt alle einen Kommentar vor. YussiXGRBZ 949 Lernfilmen. Okay, ich mach weiter. Also von Endpunkt. Endlich besten Vlogs auf YouTube, später zu Iftar gucken mit ganzer Familie. Danke für euren Support an deine ganze Familie. Hallo, wenn jetzt die ganze Familie gerade zusammenschaut, hallo ganze Familie. Hallo. Burak ist so eine lustige Person, so sein Humor und alles. Von Ronahi. Nein, auf jeden Fall nicht. Von Tina. Macht mehrere Videos mit eurer Cousine, das ist richtig interessant. Ich küsse dein Herz. Ich bin im Balkanat. Von Maike Kömürci. Valla, ne, ich feier euch alle, aber Burak feier ich anders, bei Gott. Was sagst du dazu? Was sagst du? Also, ich finde, Burak ist so von allen drei der unsympathischste. Komplett ehrenlos, ey. Okay, der nächste Kommentar ist von Basma Nayev. Jedes Video kommentiere ich, aber Anne liest nie meine Kommentare. Wieso, Anne? Wieso? Passiert, kommentier weiter. Ich habe zwar jetzt einen Kommentar vorgelesen, aber vielleicht nächstes Video kommentiert Anne. Also du bist im Video. Minute 31, 29.
was ein Jump mit Soundeffekten noch okay, Core. Jaila Chorbasse, Lieblingssuppe, sowieso 10 von 10. Mante, gefühlt Lieblingsessen, auch Safe Call, 10 von 10. War einfach lecker, okay, Core. Stabiler Kommentar auf jeden Fall, ja? Das ist dein eigener Kommentar? Ja, man, zwei der eigene. Der liest sein eigener Kommentar vor. So. Von Kid, abonnieren und Glocke aktivieren. Stark. Burak ist der Allerbeste und... Ihr seid eine super Familie, mashallah. Alle super witzig, genau mein Humor. Bringt eure Katze schnell zu einem Deckkater, am besten damit sie schwanger werden kann. Meine Katze ist aktuell seit ein paar Tagen schwanger. Ihr Armen, das ist echt schlimm. Wenn die Katzen rollig sind, man kann keine Sekunde schlafen. Allah kolaylik versin. Umrahan, Digga. Was für Umrahan? Umrahan. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schlimm mit Nami. Nami ist nur am Nerven. Nami nervt und nervt und nervt und nervt. Junge, sag noch einmal Nami nervt, dann kriegst du Schläge, Junge. Kommentiert dieses Video, damit wir eure Kommentare lesen. Aus freiem Willen entschuldige ich mich bei Burak Abi. Nein, nee. Burak Abi ist der lustigste von allen dreien. Und der Beste. Hat er es gezogen? Vielleicht. Gib mal ey Freunde, der Nebi fragt gerade einfach, heißt es Ginger Ale oder Ginger Ale? Ginger Junge, Ale. Wer sagt Ginger Ale? Das heißt Ginger Ale. Okay Freunde, es geht los. Wir sind jetzt bowlen. Ihr werdet jetzt sehen, wie ich einen Strike nach dem anderen Strike raushaue, okay? Weißt du eigentlich, dass ich früher als Kind nicht Strike gesagt habe, sondern Sprite? Das heißt doch auch Sprite. Blind! Ja, ich mach mich mal. Mach ich mach lustiger. Ey, zweite Hand darf man nicht, hallo. Was machst du? Ich schaue nicht. 2-2. Nein. 20 Sekunden. Ja! 5, 3, 2, zu Ende, stopp! Jusuf, mach's fertig! Wie geht es? Junge, musst du auf Start drücken! Hallo! Ihr habt nur 50 Cent reingeteilt. Ah, muss ich 1 Euro, sag doch. Yusuf, Junge, du bist zu langsam. Ich mein's ernst, du bist zu langsam. Hier ist übertrieben laut, deswegen ich weiß nicht mal, ob man uns überhaupt hört. Wir sind jetzt hier beim Bowlen. Was macht er? Ey, hallo. Ja. Wenn du willst, ich mach Banda an, okay? War doch okay. Okay, Freunde, jetzt ist Emra mit dran. Ey, nicht mal eine Kugel, nicht mal einmal getroffen. Was war das? Was war das? Nicht schlecht. Um die Leute erstmal zu verwirren. Die sollen denken, ich bin schlecht, okay? Die sollen erst denken, dass ich schlecht bin. Wollen wir Bande spielen? Komm, werf mal. Wer? Mit Ansage Strike, okay? Der Malibu macht jetzt mit Ansage Strike. Mit Ansage, okay, komm. Was war das?
Moin. Freunde, wir sind fertig mit dem Bowling-Spielen. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich bin auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Gewonnen hat jemand anderes. Okay, komm, steig ein, wir fahren jetzt nach Hause. Achso, ja, okay. Nein. Ich sag euch ehrlich jetzt, okay? Wir sind schon zu Hause. Wir haben vergessen zu filmen nach dem Bowling-Spielen. Deswegen filmen wir jetzt und tun so, als wären wir gerade raus. Doch wir sind die Besten nur zu dritt. Jeder schaut die Videos, weil wir zu dritt lustig sind. Also alle Daumen hoch und abonnieren. Und nicht vergessen, alle die Glocke aktivieren. Das ist meine Wife, sagt mein Leben sei zu exzessiv. Gibt einen Jahreslohn aus in einer Nobelboutique.